Schüler haben mich auf die Funktion kill aufmerksam gemacht. Ein Sprite-Objekt hat die Member-Function kill, also die Methode kill. Und diese Methode kill löscht ein Sprite aus allen Sprite-Groups. Das heißt nicht, dass das Objekt als solches schon zerstört wird, sondern es heißt eben nur, dass es in keiner Sprite-Group mehr enthalten ist. Gibt es noch eine Objektreferenz auf dieses Sprite, kann man ganz normal damit weiterarbeiten, also es zum Beispiel später auch noch in eine weitere Sprite-Group einfügen oder einfach so aufrufen und manipulieren. Gibt es aber keine Objektreferenz mehr, sprich dieses Sprite war nur in Sprite-Groups verwaltet, dann wird er natürlich vom Garbage-Collector gelöscht. Insofern kann ich mir mit dieser Funktionalität, die schon in Sprite implementiert ist, eine ganze Menge Programmieraufwand sparen. Bin froh, dass mich die Schüler darauf aufmerksam gemacht haben. Und ich würde jetzt gerne mit euch gemeinsam die Quelltextstellen durchgehen, die sich dadurch ändern. Wir gehen jetzt von oben den gesamten Quelltext durch. Das heißt, ich arbeite das jetzt nicht inhaltlich Schritt für Schritt ab, sondern ich arbeite von oben nach unten alle Änderungen durch und erkläre an den entsprechenden Stellen, warum ich sie jeweils lösche oder eben anders implementiere. Die erste Stelle, wo ich etwas ändern muss, ist in der Methode Update des Defender. In Update wird ja jeweils der Zustand eines Sprites abhängig von der Spiellogik manipuliert, aktualisiert oder was auch immer. Schauen wir uns dieses If an. Dann haben wir hier in der Bedingung, ob der aktuelle Explosionsindex noch kleiner als die Länge des Arrays ist, in dem die Bitmaps der Explosion abgespeichert sind. Das war ja unser Indikator dafür, ob die Explosionsanimation schon fertig ist. Bin ich fertig, habe ich hier keinen Else-Zweig. Mach mal besser den blinkenden Cursor hier weg, um das nicht zu irritieren. Ich habe keinen Else-Zweig für diese Bedingung, aber ich könnte jetzt in den Else-Zweig hinein programmieren. Ist die Explosion meines Defenders abgeschlossen, dann ist mein Defender zerstört. Und deswegen kann ich ihn löschen. Tun wir das? Bevor ich das tue, zeige ich vielleicht einmal kurz, wie es vorher das Verhalten war und danach, wie danach das Verhalten aussieht. Ich werde hier getroffen. Und ihr seht, dass das letzte Bild der Explosion stehen bleibt. Mein Defender ist immer noch da. Und jetzt hier der Else zu dem obigen If, self.kill. Die Methode kill kommt aus der Elternklasse, aus der Sprite. Die Methode kill kommt aus der Elternklasse, muss also nicht von mir extra implementiert werden. Schauen wir uns an, wie das Verhalten jetzt aussieht. Mein Defender ist weg. Wie ich nachher mit einem zerstörten Defender umgehe, ist überhaupt noch nicht im Spiel implementiert. Interessiert mich jetzt auch erstmal nicht. Ich will erstmal nur aufräumen. Dadurch, dass der Defender sich hier löscht, brauche ich viele Hilfsmethoden nicht mehr, die ich mir gebaut habe. Ich muss nicht mehr die Zustandsunterscheidung treffen, ob ich explodiert bin oder am Explodieren bin. Diese Methoden kann ich einfach ersatzlos löschen. Ich muss natürlich später darauf achten, die entsprechenden Methodenaufrufe ebenfalls zu löschen. Die nächste Stelle, wo ich eine Änderung vornehmen muss, ist in der Klasse Brick in der Methode Hit. Auch hier habe ich die Situation, ich will ja festhalten, dass mein Brick zerstört ist und das stelle ich dadurch fest, dass ich alle meine Zerstörungsbitmaps durchwandert bin. Sprich, ich bin dreimal, glaube ich, jetzt getroffen worden. Das heißt, an der Stelle, wo ich mir den Marker gesetzt habe, dass mein Brick zerstört ist und in Funktionen wie isDestroyed wird darauf zugegriffen, kann ich es jetzt wiederum vereinfachen, indem ich einfach kill aufrufe. Dadurch, dass das Brick jetzt zerstört wird, nachdem es mehrere Male getroffen wurde, brauche ich auch hier keine Überprüfung mehr mit Hilfe einer Methode. Ob ich zerstört wurde, kann ich löschen. Die nächste Stelle, wo etwas geändert werden muss, ist in der Klasse Rocket. Und zwar isToRemove. Dieses Flag ist hier eingeführt worden, weil ich in der Game-Klasse
in einer Vorschleife alle Rockets durchwandere, frage, ob sie zu löschen sind und sie dann manuell lösche. Auch hier kann ich durch die Verwendung von Kill diese etwas aufwendige Logik substanziell vereinfachen. Zunächst einmal, ich brauche dieses Flag nicht mehr. Also weg damit. In Update setze ich dann also nicht mehr isToRemove auf True, sondern auch hier, ich lösche mich einfach. Analoges in der Klasse Bomb. Auch hier gibt es ein isToRemove, löschen. Und an der Stelle, wo isToRemove auf True gesetzt wurde, ebenfalls einfach nur Kill aufrufen. Ihr merkt schon, die Sache wird dadurch wirklich einfacher. Bei den Enemies gibt es natürlich auch eine entsprechende Logik. Wenn ein Enemy von einer Rakete getroffen wurde, muss der ja auch zerstört werden. Das haben wir auch mühsam dadurch abgebildet, dass wir geguckt haben, ob die Explosionsanimation abgeschlossen ist. Das ist dann auch in der Methode Update passiert. Ähnlich wie eben beim Defender frage ich ja mit diesem If ab, ob ich das Ende meiner Explosionsanimation erreicht habe. Habe ich es erreicht, dann lösche ich im Else-Zweig das entsprechende Objekt, sprich mich selber. Auch hier werden natürlich jetzt die Überprüfungsmethoden überflüssig und können gelöscht werden. Ähnlich wie beim Defender sind das ja isExploded und isExploding. Diese beiden Hilfsmethoden können ersatzlos gestrichen werden. Brauche ich nicht mehr. Wie geht's weiter? Ja, ich habe jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich auf dem Weg auch noch ändern möchte. Diesen Ausdruck möchte ich mir ein wenig verkürzen. Die Längenprüfung, ja, ist zwar auch eine Möglichkeit hier zu arbeiten, aber Sprite Collide liefert mir eben None zurück und dann ist die Bedingung des Ifs false. Oder es liefert mir eben einen Wert zurück und dann ist die Bedingung des Ifs true. Ich kann mir den Umweg über Temp hier an der Stelle einfach sparen. Temp wird ja in dem Sinne nicht weiterverarbeitet. Gut, das war aber nur sowas dazwischendurch eben. Jetzt haben wir hier schon zwei Dinge, die wir komplett löschen können. Ich brauche keine Remove Bombs mehr aufrufen. Die Methode ist überflüssig geworden. Warum? Die Bomben removen sich ja jetzt selber. Also kann ich sowohl den Aufruf von Remove Bombs als auch die entsprechende Methode ersatzlos löschen. Das gleiche gilt für Remove Bricks. Remove Bricks brauche ich nicht mehr. Die Bricks zerstören sich selber, sobald sie eben zu oft getroffen wurden und deswegen kann ich die entsprechende Methode gleich mitlöschen. Bei Check Rockets kann ich auch eine Vereinfachung vornehmen. Es sieht ja im Moment so aus, dass wir eine Sprite Group bauen, in der alle zu löschenden Raketen eingetragen werden. Auch hier kann ich jetzt direkt den Kill absetzen, brauche also nicht mühsam dies in die Group einfügen und am Ende diese zu löschende Group removen. Also, diese Zeile brauche ich nicht mehr. Und an der Stelle, Rocket is to remove, wird einfach durch Rocket Kill ersetzt. Die entsprechende Rakete wird einfach gelöscht. Das bleibt. Hier werden ja die lebenden Enemies umgebucht in die explodierenden Enemies. Das kann alles so bleiben. Das kann auch so bleiben. Das hier kommt raus. Und das hier kommt auch raus. Brauchen wir nicht mehr, denn wir haben oben ja schon gesagt, dass die Rakete gelöscht wird. Check Enemies. Ja, muss jetzt noch überprüft werden, ob es Enemies gibt, die ich löschen muss? Nein. Wenn ein Enemy durch eine Rakete getroffen wurde, das haben wir bei Enemy programmiert, und die Explosionsanimation abgeschlossen ist, dann killt er sich selber. Das Ganze kann gelöscht werden.
Hier will ich diesen Ausdruck wieder vereinfachen. Und Remove Bricks brauche ich nicht mehr aufrufen. Meine Ziegelsteine aus der Mauer sind ja bereits verschwunden. Ich gucke mal eben weiter runter, ob ich noch was finde. Warum habe ich hier eigentlich so eine Leerzeile? Die schmeiße ich auch mal raus. Na. Und das müsste es eigentlich schon gewesen sein. So, ich hoffe, ich kriege jetzt keine Fehlermeldung. Schauen wir nach, ob alles funktioniert. Jawohl, die verschwinden alle. Die Animationen laufen. Ich selber verschwinde auch. Und was ich jetzt noch abtesten möchte, ist, ob ein Brick verschwindet, wenn er oft genug getroffen wurde. Das sieht auch genauso aus, wie ich es haben will. Und Luft. Dankeschön. Ja, dieses kleine Video war jetzt also notwendig, um den Rework abzubilden, den ich durch Kill durchführen muss. Insgesamt ist das Programm natürlich aber schlanker und leichter lesbarer geworden.